Willkommen, Freunde, zurück bei Skyrim. Wir müssen einen Helm besorgen. Und dabei sind wir im letzten Part kläglich gescheitert. So. Und ich werde das Alter schon mal so schön ausrüsten, wie ich das haben möchte. Ruf der Tapferkeit. Und dann schwimmen wir mal rüber zum Schiff. Hoppala. So, da ist das Schiff. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ihr habt euch es funktioniert einfach nicht. Der Schrei funktioniert nicht. Warum? Warum funktioniert der nicht? Autsch. So, theoretisch könnten wir abhauen. Wir haben alles. Das Problem ist nur, dann wäre Lydia leider hier. Wow. Alter, die ziehen einfach viel zu viel ab. Hi. So, einer ist weg. Hui, das war knapp. Da steckt ein Pfeil. So, komm, Lydia. Seid ihr zum Sterben bereit? Leben kommt ihnen. Hoppala. Zack, komm.
Warum gehen die denn alle ins Wasser? Ah. Warum gehen die denn alle ins Wasser? Ist doch doof. Okay, hier ist so nichts. Ist auch nichts. Wo ist der? Mal gucken, ob wir ihn finden. Ja. So. Die ist zu schwer. Oh, Lydia, okay. Wir haben es geschafft. Hier irgendwo ist jetzt noch einer. Gucken, ob wir ihn finden. Dann können wir abhauen. Wo ist denn? Da! Zack. So. Weg ist er. Jetzt können wir abhauen. Mal gucken, was die in der Kiste haben. Sehr schön, Gold. Weg hier, meine Güte, ey. Was hat so. Kann ich euch helfen? Es ist mir egal, wie viele Akademien sie bauen und wie viele Häuser das Meer verschluckt. Ich werde sie alle überdauern. Hier. Könnt ihr glauben, dass dieses Fürstentum sich einst um den Thron des Großkönigs bewarb? Nun werden wir vielleicht Gehör finden. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Winterfeste dankt euch. Dann 53, sehr, sehr schön. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nützen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Dann wünsche ich euch viel Glück. Haben wir schon. Kraft meines Amtes als Jahr. Ernenne ich euch hiermit zum Tane von Winterfeste. Danke. Diese Waffe aus meiner Waffenkammer soll euch als Zeichen eures Amtes dienen.
Ich werde meine Wachen ebenfalls von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen schließlich nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Klinge von Winterfeste, sehr schön. Also gut. Das wäre das. Ich habe gehört, dass sie die Dämmer war. Was ist los? Drachen? Was? Nein. So, wir gehen nochmal hoch zur Akademie, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir hier Feuersalze kaufen können. Da will ich nämlich endlich mal die eine Quest abschließen für den Typ, wo wir 10 Feuersalze sammeln sollen. 6 haben wir. Das heißt, wir müssen uns 4 Feuersalze kaufen, nur ich weiß leider nicht bei wem. Und hier gibt es auch noch einen von diesen wunderschönen Steinen, nur wir kommen da leider noch nicht hin. Wer warst du? Hi. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Ja. Irgendwas musste man hier noch machen, das weiß ich, aber... Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf. Aber wo war das denn? Lasst es mich wissen, falls ihr Hilfe bei Beschwörungstechniken benötigt. Nie. Und führt eure Beschwörungen bitte nur auf dem Gelände der Akademie durch. Die Leute sollen nicht auch noch durch Atronachen in Aufruhr versetzt werden, die durch die Stadt streifen. Das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Hast du, bitte sag mir, hast du irgendwo... Oh, scheiße. Was ist jetzt los? Ey, ich weiß nicht, ob er noch aufnimmt, weil meine Bildschirme sind gerade einfach ausgegangen. Der Rechner läuft noch. Verdammt, was ist passiert? So, ich habe mein Problem gelöst, auf jeden Fall vorerst. Auf jeden Fall sehe ich im Moment wieder, was ich mache. Das ist auch schon mal vorteilhaft. Woran es gelegen hat, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie, sind einfach meine beiden Bildschirme einfach ausgegangen. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Wer der Alten? Sehr witzig. Hat Entier euch dazu angestiftet? Ihr? Wirklich? Eine Schriftrolle der Alten? Es wäre mir eine Ehre, etwas derartiges hier an der Akademie zu haben. 2000. Mehr als eine Ehre sogar. Das eröffnet uns ganz neue Forschungsmöglichkeiten. Ach, wenn Septimus das doch nur sehen könnte. Ich danke euch. Bitte nehmt dies. Es ist zwar keine Schriftrolle der Alten, aber dennoch. Man wird sich für Generationen an eure Taten erinnern. Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Nee. Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet.
Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Ja, okay. Also gut. Wir haben ein paar Sachen, ein paar... Frag den Anführer, der Gefährt nach Arbeiten. Hm? Mann, ich will doch eigentlich nur Feuersalze haben. Ist hier noch irgendwer? Diese Sache in Mortal war nur ein Missverständnis. Ganz so, gleich, was die Waffen behaupten. Ich gehe einfach hier raus, dann können wir direkt eine Schnellreise machen. Ja. Ja, Lydia. So, wo müssen wir denn hier runter? Wie praktisch, dass wir hier schon mal waren. So. Und so. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Dreizehntausend, immer viel zu wenig Gold. Jawohl, der hatte so einen Barren, wie cool. Eigentlich hätte man den Pfeil ja in der Luft verbrennen müssen. Ich guck noch mal bei dem da unten, ob der auch noch so einen Barren hat. Den brauchen wir ja. Nein, schade. So. Ihr sollt also ein Buch geben. Mal gucken, ob wir es noch finden. Oder ob wir es dann auf nächstes Mal verschieben müssen. Wie das keinen Schaden macht, ist natürlich cool. Das keinen Schaden gemacht hat. So gut wie gar nichts. Okay, wir müssen da durch. Können wir einfach hier durch? So. Die Lydia ist da. Der ist schon mal gut weg. Er ist auch weg. Perfekt. Du
geradeaus durch. Ja. Wir müssen irgendwie da. Ach, hier ist eine Tür. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich stecke euch in den Rind. Wisst ihr was? Ihr seid tot. Was der letzte? So, raus hier. Wir bringen sie jetzt noch eben zurück, dann passt das schon. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viel ich wegschneiden muss, wie viel er nicht aufgenommen hat, als er da irgendwie keine Lust mehr hatte. Deswegen denke ich mal, wenn wir es noch zurückbringen, könnte das ungefähr hinkommen. Hoffe ich mal. Ja. Schon. Vielleicht kommt man so, dann kommt man so irgendwie dann mal zu den Erzmagier rein. Wenn man hier genug Sachen erledigt. So, hier rein. Hi. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Ja, hier. Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Danke. Bitte. 36 Uhr? Willst du mich verarschen? Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind, bevor ihr etwas anfasst, ja? Meine Güte, der hat eh nur Bücher. So. Es gibt noch mehr Bücher, die gerettet ja. Und im Arkaneum untergebracht werden müssen. Was denn? Also gut. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Lasst euch nicht umbringen. Ja. Mhm. Okay. Wer bist du denn? Hallo? Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Warum verschwindet mein Forschungsmaterial nur immer wieder? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Auch keine Feuersalze, ne? Heilende Hände haben wir auch schon. Heilung? Oh, haben wir Heilung? Haben wir das schon mal? Wo? Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. War auch nicht so teuer. So. Bis zum nächsten Mal. Ja, okay, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir setzen uns hier hin. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, ciao.